Also das muss 100 sein, weil welcher Trabi konnte schneller fahren als 100? Hi, ich bin Emil. Ich bin Madeleine. Und wir machen jetzt das ultimative DDR-Quiz in dieser wundervollen DDR-Umgebung. Wie bezeichnete man in der DDR begehrte Waren? Delikatware, Westware oder Bückware? Begehrte Waren. Was passiert denn hier gerade? Was passiert denn hier gerade? Da wird doch ja werden noch Tipps gegeben. Ich würde einfach mal raten, Bückware vielleicht. Aber warum? Weil man sich für die sogar gebückt hätte? Ja, weil es unter Leuten tisch war. Ja, oder das? Genau, genau. Und man musste, die Kassiererin musste sich bücken. Was verstand man unter blauen Fliesen? Badfliesen, ein Billigschnaps mit blauem Etikett oder Westgeld? Westgeld. Super, hätte ich nicht gewusst. Nicht? Nee. Der 100-Markschein war blau. War blau, oder? Ja. Ich bin nicht viel älter als der Euro, also von daher weiß ich das nicht. Aber. Wer sang den Hit "Über sieben Brücken musst du gehen" im Original? Karat, Pudis oder City? War das Karat? Ich sag A-Karat. Ja, Mann, war Karat. Ich war nicht sicher. Hätte ich wissen müssen. Psst, jetzt. Psst. Keine Zeit verschwenden. Einmal hupen reicht hier. Nächste Frage. Was wurde als Grilletta bezeichnet? Eine Grillzange. Jetzt hast du deinen Punkt verschenkt. Ja, ist okay. Ich krieg noch Antwortmöglichkeiten. Du bist noch dran. Ein handlicher Grill, ein Hamburger oder Grillkohle? Ein handlicher Grill. Der Hamburger? Ja. Das haben wir im Geschichtsunterricht nicht gelernt. Und ich möchte mich nachträglich bei meiner Geschichtslehrerin Frau Batetzko beschweren. Die Abrafaxe heißen Abrax, Brabax und Kalifax. Die waren in meiner Kindheit immer im, glaube ich, in Apothekerheft. Und da konntest du im Apothekerheft dann so ein kleines, so kenne ich die. Ein bisschen so wie Asterix und Obelix oder Tim und Struppi oder so ein bisschen so ein Comic. War cool. War ich erinnere mich auch noch, aber ich habe das nicht wirklich gelesen. Was bedeutet die Abkürzung DEFA? Deutsche Fotografie AG, Deutsche Finanzagentur oder Deutsche Film AG? Deutsche Film AG. Yes! Wir sind ja vom Film, das musste ich jetzt einfach wissen. Das sorry. Ist dein Punkt, ist fair. Ist okay. Wobei Deutsche Finanz AG Agentur auch interessant gewesen wäre. War aber falsch. Welche Farbe hat das Halsband der Jungpioniere? Blau. Yes. Bin ich mal zu Karneval gegangen als Jungpioniere. Antwortmöglichkeiten? Nicht, wenn wir es wissen, dann darf man dazwischen buzzern. Alles gut. Der Punkt war deiner. Was war das Tal der Ahnungslosen? Das ist das Tal bei Dresden. Die konnten kein Westfernsehen empfangen und deswegen hat man das Tal der Ahnungslosen genannt. Endlich kommen meine Fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das war gerade so viel Wissen. Ich komme ja aus dem Harz und da hat man, das ist direkt an der Grenze zu Niedersachsen und meine Eltern konnten immer sehr viel Westfernsehen empfangen und deswegen kenne ich das auch aus meiner Kindheit, dass man sich über die Dresdner mal ein bisschen lustig gemacht hat. Wie schnell durfte man auf den DDR-Autobahnen höchstens fahren? 100, 120 oder 140 Stundenkilometer? Also das muss 100 sein, weil welcher Trabi konnte schneller fahren ich als 100? Ich wollte gerade sagen, konnte man überhaupt schneller fahren als nee. Okay. Also ich habe ja eindeutig mit meinem krassen Wissen du jetzt nochmal am Ende richtig aufgeholt, würde ich sagen. Tatsächlich hast du die Punkte fairer gehabt, weil ich habe meistens geraten und war dann glücklicherweise, also ich muss sagen, den Sieg gebe ich dir. Echt? Ja, hast du verdient. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Was habe ich jetzt gewonnen? Blumentopf wenigstens? Nicht den Trabi. Ein bisschen Röstware? Hast du ein bisschen auf Röstware jeden Fall dabei? Kannst du dich jetzt richtig toll freuen, dass du gewonnen hast. Das ist ja toll. So, hat Spaß gemacht. Mega. Wir sind fertig mit unserem Quiz. Hier könnt ihr abonnieren und weitere Videos findet ihr irgendwo hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Freundschaft.